Moin Leute und ganz herzlich willkommen zur nächsten Top 10 Liste. Nach meinen Top 10 Deutschrappern gibt's jetzt meine Top 10 Distracks im Deutschrap. Auch diese Liste ist mal wieder komplett subjektiv und nur meine Meinung. Zudem kenne ich auch einfach nicht alle Distracks, da es einfach im Laufe der Jahre unfassbar viele gab. Und ich bei einigen die History auch nicht kenne, beziehungsweise keine Informationen zum Beef der beteiligten Rapper habe. Bitte erspart mir, wie schon beim anderen Video, Kommentare wie: Wieso ist dieser Track nicht in den Top 10 und der ist viel besser als der Track auf Platz XY und so weiter und so fort. Gerne natürlich konstruktive Kritik sowie eure Meinung und auch eure Top 10 gerne in die Kommentare. Ich werde auch hier wieder möglichst kurz eine knackige Erläuterung geben, warum ich die Tracks so platziert habe. Genug gelabert, wir fangen an mit Platz 10. Da ist die Wahrheit, du Schmott. Check it, Beef mit San Diego. Alles nur gespielt. Erklär mal deinen Fans, wer deine letzten Sachen schrieb. Erklär mal bitte, warum du gerade zu ihm ziehst. Dein Release hat sich verschoben. Du hattest keine Beats. Meine Stimme ist die Waffe, die gerade auf dich zielt. Nach dem Lied brauchst du dringend Therapie. Auf Platz 10 haben wir Richter mit Julias Block, einem Diss-Track gegen Julians Block. Richter hat damals nicht wie viele andere irgendeine Qualifikation für das JBB eingereicht, sondern er hat einen richtigen Diss-Track gegen Julians Block geschrieben und dieser war meiner Meinung nach der beste, der jemals gegen Julian gebracht wurde, denn die ganze Atmosphäre ist extrem krass und die Aggression und Wut, die Richter überbringt, ist wirklich heftig. Dem platzt wirklich fast die Stirnader im Video. Zudem wusste Richter einfach schon über die ganze Sache mit San Diego und Julian Bescheid. Er hatte offensichtlich Insider-Infos und hat diese dann in seinem Track extrem gut verpackt. Hätte man Richter also einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt, beziehungsweise ihm einfach mal geglaubt, dann hätte man sich dieses ganze SpongeBoss ist San Diego Ding irgendwie auch einfach sparen können und hätte es schon längst gewusst. Du hast Fame in deiner YouTube-Bubble, Handtäuscher-Szene. Wenn du real bist, wieso kriegst du von deinen Landsleuten Schläge? Wurdest in meinem Studio verprügelt, ich blickte in den Raum und sagte: Ach, Hallöchen, neue Folge, richtig unerfahren. Langsam merkst du, dass der ganze Scheiß zu viel für dich ist. Auf Platz 9 haben wir Asche mit History. Das ist der frischeste Diss-Track in dieser Liste und ich muss echt sagen, dass ich diesen Moistis einfach wirklich sehr gelungen finde. Da sind einige richtig gute Lines drauf, die schon wirklich gut gesessen haben und auch einfach vom Wortwitz sehr geil sind. Ne, du wurdest in meinem Studio verprügelt, ich blickte in den Raum und sagte: Ach Hallöchen, neue Folge richtig oder Faust, fand ich sehr geil. Jedes Kind da draußen weiß, es gibt nur Ratten im Keller, auch sehr gut gealtert die Zeile. Und die für mich absolute Highlight-Zeile: Hast mich Kolle empfohlen, willst dafür 20%. Mann, du heißt Moiskit. Der Typ hat dich erschaffen, du Stan. Absolute K.O.-Zeile, einfach sehr unterhaltsam das Ding und für mich deshalb auf Platz 9. Werde ich dir mit den Strophen hier klar machen. Ich hol dich zurück auf den Boden der Tatsachen. Lions, du wirst mit den Parts hier beerdigt. Du bist einer der Gründe, warum die Charts nichts mehr wert sind. Lions, egal wie viel Kids nach dem Part 2 nach Tausende von Distracks ändern nix an der Wahrheit. Lions, egal was du Spinner dir leistest. Ich halt die Fresse, solange du die Finger vom Mike lässt. Lions, siehst du, wie sie jetzt auf dich losgehen? Du bist hier nicht willkommen, denn Rap will dich tot sehen. Auf Platz 8 haben wir Gio mit Kein Rapper. Ein Diss gegen Lions und der ist ja mittlerweile einfach wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden. Und ich finde, Gio kann mit Fug und Recht behaupten, dass er eine Karriere beendet hat. Und nach Gios Diss ging es wirklich einfach mit Lions konstant bergab. Wie Gio das Ganze lyrisch und atmosphärisch aufgebaut und verpackt hat, ist einfach richtig, richtig krass gewesen. Und er hat das Wort Löwenkind einfach zu einer Beleidigung gemacht. Richtig krasses Teil auf jeden Fall und mein verdienter Platz 8. Ich klatsche, doch ich war zugeblendet von der funkelnden Strasssteinjacke. Wer macht hier Plastikkacke? Ey, und wie's aussieht, reimt sich Kronleger wohl eher auf eine Million verkaufte Tonträger. Du hast den Diss 2011 schon geschrieben und suchst seit 6 Jahren deine Eier, um den Track zu releasen. Hier zahlen noch 1000 Startups Geld, du bleibst ein eierloser Psch, der nicht mal Live-Auftritte spielt, weil er sonst Schweißausbrüche kriegt. Auf Platz 7 haben wir Legacy von Kollega bzw. Kollegas Antwort auf den Kollega des Payback for San Diego von San Diego auf dem Track Legacy.
Ja, sehr schön formuliert, nicht wahr? Kollega droppt am Ende von Legacy auf dem Boss-Aura-Beat einen schönen Diss bzw. eher einen Konter an San Diego und hat hier einige richtig gute Fronts, aber vor allem halt Konter zu bieten. Zum Beispiel, du hast den Diss 2011 schon geschrieben und suchst seit 6 Jahren deine Eier, um den Track zu releasen. Und wie es aussieht, reimt sich Kollega wohl eher auf 1 Million verkaufte Tonträger. Richtig geile Teile. Insgesamt ist das Ding punchline-technisch einfach sehr, sehr stark. Und der Boss versprüht eine richtig geile, schöne, abgehobene und herablassende Arroganz. Mein Platz 7. Du traust dich nicht wie Mann zu beefen, nicht richtig anzuschießen. Deshalb habt ihr wie Bitches zusammen Hidden Mat geschrieben. Und erzähl das den Fans, kein ehemaligen Bruder, der Schemata und Strukturen schon seit 10 Jahren kennt. Trau dich Distrack gegen Distrack, für den Shit würd ich draufgehen. Boss Aura 2, du kannst es nicht mit mir aufnehmen. Du hast die Scheiße begonnen, also bring es zu Ende. Doch du hast keine Cojones, euer King ist Legende. Auf Platz 6 haben wir den Track, den ich gerade schon einmal erwähnt habe, nämlich Payback for San Diego von San Diego, beziehungsweise sagen wir einfach mal den Kollegadiss von San Diego. Ich finde, beide Disses ziemlich geil und die besseren Highlight-Zeilen liegen für mich bei Kolle, aber die ganze Atmosphäre durch den epischen Beat, das Video und die ganze Art, wie dieser Diss von San Diego hier aufgebaut ist, macht es für mich einfach noch einen Tacken geiler als Kolles Antwort. Aber insgesamt hat mich dieser kurze Beef zwischen Sunny und Kolle sehr, sehr gut unterhalten. Und aus reiner Konsumentensicht wäre es sicher sehr heftig gewesen, beide mit einem voll ausgereiften Diss-Track gegeneinander zu sehen. Allerdings könnte ich natürlich auch mit Boss Aura 2 leben, falls San Diego sich dazu entscheiden sollte, dass er doch noch aktiver Musiker ist. Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst wegaufen davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich geh weg zu dem Anfang und sag's dir noch einmal. Erinner dich, Eckrem, du lust mich ein zu einer Jam. Mein größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stan. Du warst noch Eckrem, Bora, sexy Kanake, nicht Echo, Freeze, der stotterte Junge, der Schuhverkäufer auf. Ja, die Platzierung hier wird bei einigen zu kontroversen Diskussionen führen, aber ich habe das Urteil nur auf Platz 5. Das ganze Ding feiere ich natürlich trotzdem sehr krass und die Nostalgiegefühle sind auf jeden Fall da, aber in erster Linie feiere ich das Ding eigentlich wirklich wegen der Nostalgie, aber auch natürlich wegen der Hammer-Ultra-Bomben-mäßigen Atmo und einfach, weil es halt Savage ist. Natürlich hat Savage selbst Legendenstatus, aber da sind für mich einfach nicht genug einzelne geile Punchlines drauf, um das Ding hier noch ein Stückchen höher zu platzieren. Zu machen, werde ich ihn auf skrupelloseste Weise beiseite schaffen. Bin ich mehr der Junge, den man einfach so verarschen kann. Jahrelang ist mir deine intrigante Art zu nah gegangen. Warte, Punk, ich bin voller Tatendrang und heiz die Lage an. Auf meiner Festplatte, Dicker, wartet noch ne scharfe Gun. Das war nur ein humaner Punch, forder nicht den Rest heraus. Denn die restlichen 300 machen dein Geschäft zu Staub. Dein Leben lang bist du ein dreckiger Narzisst gewesen. Auf Platz 4 haben wir PA Sports mit Guilty 400, dem Diss gegen Casey Rebel. Ihr wisst, Freunde, ich feiere PA Sports extrem krass und auch dieser Track hier ist ein perfektes Beispiel dafür, warum eigentlich. Die Aggression, die PA hier rüberbringt auf jemanden, der für ihn mal sein bester Freund bzw. ein sehr enger Partner war, ist wirklich extrem krass und man spürt regelrecht die Wut durch die Kopfhörer durch. Das Ganze ist so krass aufgebaut und inszeniert, dass es für Casey eigentlich unmöglich war, hierauf eine vernünftige Antwort zu geben, weshalb ja auch nie eine gekommen ist. Der Flow ist geisteskrank und vor allem auf dem letzten Beat eskaliert er nochmal komplett. Für mich ist das Ding einfach legendär. Du nennst den Track Hidden Map, doch rappst den Text nicht im Takt. Tupac dreht im Grab gerade Pirouetten, du Slut. Was ein Flop, Motherfucker, du bist kein Gangster, John Webber. Du nuttet Works in deinen Videos wie Hannah Montana. Sieh mal an, da hockt das Eierkinn im Maybach drin. Fake wie seine Louboutins und fake wie sein Designer-Blick. Auf Platz 3 haben wir mal wieder San Diego mit seinem Eierkinn-Diss gegen John Webber. Hit 'em Up von John Webber wird hier natürlich auf Platz 1 landen, aber ich finde auch den Diss von San Diego echt gelungen. Kranke Beats, kranke Atmosphäre und ja, ich weiß, ich erwähne hier häufig in den Tracks bzw. bei den Tracks die Atmosphäre, aber ich finde nun mal bei einem Diss-Track, der böse oder ernst rüberkommen will, nun mal die Atmosphäre extrem wichtig.
Und auch dieser Track hier hat wirklich richtig mies, ekelhafte Lines gegenüber den Familienmitgliedern, teilweise sogar von John Webber, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. John Webber hat natürlich hier auch das Pech, dass ihn wahrscheinlich niemand auf der Welt hätte so gut dissen können wie nun mal Sunny, da er nun mal mehr Insider-Infos über ihn als jeder andere hat. Insgesamt muss man einfach sagen, überkrasses Brett und vor allem die Beats auch extrem krass. Einfach ein heftiges Teil. Mein Platz 3, I Can This von San Diego. Auf Platz 2 haben wir Bushido mit Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Leider kann ich hier kein Material einblenden, weil, naja, ihr wisst schon. Aber trotzdem ist dieser Diss-Track einfach legendär. Und auch ich kann ihn heute noch komplett auswendig. Man kann über Bushido sagen, was man will. Und auch heute sind viele Sachen, die er da gekickt hat, heute Disses gegen sich selbst. Und wir wissen heute, dass Kay wahrscheinlich in den meisten Punkten recht hatte. Aber dieser Track hat Kay einfach anders gefickt, Alter. Und Bushido hat es geschafft, die Leute komplett auf seine Seite zu ziehen. Wenn ich vorhin erwähnt habe, dass ich Atmosphäre bei einem Diss extrem wichtig finde, dann ist dieser Diss-Track hier das absolute Sahnehäubchen. Dieser Beat ist einfach nur gottesgleich und wie Bushido hier einfach die ganzen Lines gegen Kay rüberbringt, ist einfach nur episch und hat natürlich auch absolut Deutschrap-Geschichte geschrieben. Hier nun noch ein paar Honorable Mentions, bei denen ich überlegt habe, sie in die Top 10 zu packen, aber leider habe ich halt nun mal nur 10 Plätze und ich muss halt irgendwas aussortieren. Wahrscheinlich habe ich sogar noch ein paar Tracks vergessen, die ich dann hier irgendwie nicht erwähnt habe. Sorry dafür und hier, wie gesagt, jetzt die Honorable Mentions. Ich bin ne Leitfigur und deutscher Rap hat jetzt nen Führer wie ne Sightseeing-Tour. Ey, und schon wieder ist es Coke-Sticker-Business. Rap-Sound, ich track auf dem Wohnzimmertisch. Es ist holländisches Coke, ich überrolle dich im Honda Civic und bleibe dabei vollkommen ungerührt wie Bond Martin. Ey, das waren paar Lines zum Warmwerden. Battle-Rap-Kid, jetzt bin ich warm, doch nicht warm, so wie Separate. Auf der Straße, ich wichse dir in deine aufgeblasene Visage. Ihr seid keine Millionäre, seid keine Familie. Ihr seid nur paar alkoholisierte Pädophile. Kenne, komm mal lutschen, genug von euch, ihr Heuchler. Er ist guter Junge, ist der Schwanz in euren Mäuler. Links liegen, ich bin mit Fleiß und Disziplin meinen Weg gegangen. Du mit Drogen, Diebstahl und Prostitution, du Ehrenmann. Respekt und Benehmen, kein bisschen ist da. Aussage Donald S, zwei Drittel ist da. Bodypaint in Videos plus Rückenhaare ist da. Nach dem Song unter Brücken schlafen ist da. Butlerbauch ist da, Nackenfalte ist da. Oh, doch der drei Käse hoch ist nicht mal drei Käse hoch. Hast du Bock, dass ich einen Anruf mach? Du bist so small, bei einer Entführung packt man dich anstatt den Kofferraum ins Handschuhfach. Und rappt man nicht von Rauschgift-Deals. Du wirst vom Tickern beim Testen aus Versehen weggesnifft und ausgenommen. Sag uns, was ist an dir, Babassat? Die Anzahl der Keime in deinem Sabberbart. Ich soll mich nicht nach draußen trauen. Versuch mir mal aufs Maul zu hauen. Noch vor dem ersten Schlag sind deine Augen blau. Du Pausenclown, aus der Traum vom Rap-Legenden-Status. Das Leben ist hart, doch du bist letzten Endes harmlos. Yeah, Sad Habibi. Versuch nochmal ein Harakiri. Doch ich sag dir, dieses Mal hilft dir leider keiner Marmiri. Bleib dabei, man, sehen wir uns, dann schlag ich dir die Zähne aus. Jeder Mensch hat dich verlassen, sogar deine Ehe. Schläge in die Fresse, blaue Outback. Du warst die fette Kartoffel, dann die schlanke Kartoffel. Ey, und nach diesem Track bist du die zerstampfte Kartoffel. Guck, ich muss lachen, denn dieser Bastard muckt jetzt. Auf Platz 1 haben wir dann unerwarteterweise doch nicht John Webber, sondern natürlich Kollega mit Fanpost. Was soll ich sagen, Freunde? Jeder, der den Track nicht kennt, muss das unbedingt nachholen. Ich habe nämlich wirklich noch nie erlebt, dass jemand im Alleingang ein Label, wie hier in dem Fall Agro Berlin, so in seine Einzelteile zerlegt hat wie Kollega. Das ist einfach nur brutal und da sind einfach so geile Zeilen drauf und die ganze Art, wie Kollega hier einfach mit dieser Arroganz antritt und keine Ahnung, das ist einfach nur unbeschreiblich böse. Das ist richtig, richtig episch. Bei den Lines gegen Kitty Cat bepisse ich mich bis heute
Und die Line mit der Kursivschrift, Alter, die ist einfach nur genial. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, zieht ihn euch einfach rein. Für mich, mein persönlicher Platz 1 ist und bleibt Fanpost. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne Kritik und eure Meinungen sowie die Top 10s von euch in die Kommentare. Und dann einfach noch einen wunderschönen Tag für euch. Bleibt vor allem gesund, Freunde. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.